Schließ deine Augen und komm erst einmal bei dir an. Fühl deine Füße auf dem Boden und den Kontakt zu deiner Unterlage und erlaub dir, für einen kurzen Moment innerlich wieder loszulassen. Wenn im Moment noch ganz viel Anspannung und Aufregung da ist, dann nimm wahr, wo du sie im Körper gerade fühlen kannst. Und schenk dir mit jedem Atemzug, indem du deine Anspannung auch beatmest, mehr Ruhe. So als würdest du dir selbst Aufmerksamkeit schenken und all die Liebe, die du gerade brauchst. In solchen Momenten stelle ich mir immer vor, dass wie eine große, breite, warme, nährende Sonne, ganz golden, genau zu den Punkten in meinem Körper hinstrahlt, der gerade sehr angespannt und in Angst ist. Stell dir vor, du würdest dich so dir selbst immer liebevoller und aufmerksamer zuwenden. Und würdest diese innere Sonne, die immer in uns ist, immer mehr zum Strahlen bringen. Komm in einen sanften und tiefen Atemrhythmus, der mindestens 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus geht. Atme ein und wieder aus. Und erlaube dir mit jedem Atemzug über dein Herz zu atmen. Ein und wieder aus. Und fühl hinein in dein Herz, in dieses kraftvolle, dich immer unterstützende Organ. Schenk ihm mit jedem Atemzug mehr Raum. Stell dir vor, du würdest deinen gesamten Brustkorb dadurch weiten und dir erlauben, in diesem Sinne auch wieder deinen Raum einzunehmen. Fühl hinein in den Bereich deines Körpers, der vielleicht gerade unter Anspannung und vielleicht sogar unter spürbarer Angst steht. So als ob du Kontakt aufnehmen wollen würdest und sagen würdest, es ist okay. Es darf all die Angst da sein, es darf all die Anspannung da sein und dennoch weiß ich, dass ich weit mehr bin als dieser menschliche Körper. Ich weiß, dass ich in Wahrheit in Sicherheit bin, weil nichts passieren kann. Weil ich weit mehr als dieser Körper bin, ein geistiges Wesen in diesem Körper und ich habe zu jeder Zeit die Möglichkeit, über die Art und Weise, wie ich in der Welt bin, mitzubestimmen. Und dann fühl hinein in dich, während du tief und sanft über dein Herz ein- und wieder ausatmest. Und nimm wahr, ob es Sinn macht, weiter im Überlebensmodus zu bleiben. Oder ob es vielleicht viel sinnvoller für dich, deinen Körper, deinen Organismus, für die Energie, die du heute hast, viel sinnvoller ist, dich neu auszurichten. Und dir bewusst zu machen, dass du zu jeder Zeit Schöpfer, Schöpferin bist. Über deine Gedanken, über deine Gefühle. Und dann fühl die Füße auf dem Boden. Nimm wahr, wie du ganz sicher und stabil sitzen kannst. Und hol all die Unterstützung herbei, an die du glaubst. Vielleicht Engel, geistige Begleiter, dein höheres Selbst. Stell sie alle hinter dich und lehn dich an. Wie an einen großen, kraftvollen Baum, der tief verwurzelt ist. Lehn dich an und atme ein und aus über dein Herz, tief, liebevoll und sanft. Und dann nimm wahr deine Wirbelsäule. Nimm wahr, wie du verbunden bist mit all den Energiezentren in dir.
angefangen von deinem Wurzelzentrum, weiter über dein Nabelzentrum, dein drittes Zentrum, dem Solarplexus, weiter in dein Herzzentrum, hinein in deinen Hals, dein Halszentrum, in dein sechstes Zentrum, dein drittes Auge, das weitaus mehr weiß und zu sehen bereit ist und in der Lage ist als unsere Augen. Weiter in dein siebtes Zentrum und weit hinaus über dein achtes Zentrum, das angebunden ist mit der Energie und dem Raum, dem Universum, aus dem wir alle stammen. Binde dich an. Stell dir vor, du würdest ankommen in einem weiten, warmen Ozean, voller Ruhe, voller Kraft, voller Harmonie und Frieden. Und du lässt los darin. Entspannst dich für einen Moment. Atme sanft und tief und lass immer mehr los. Nimm wahr, wie verbunden du bist und wie kraftvoll. Komm immer mehr zur Ruhe, lass immer mehr all die Anspannung abfließen über deine Füße, über deine Hände. Atme sanft und tief und dann fühl hinein in dich. Stell dir vor, in dir wohnt eine riesengroße, unendlich starke, kraftvolle Sonne. Ich stelle sie mir immer vor wie eine goldene Sonne, die mich wärmt, die mich nährt und die mir Kraft schenkt, voller Energie. Nimm wahr, wo heute diese goldene Sonne ist, denn sie ist in jedem von uns. Bestehend aus ganz kraftvollem, hellen Strahlen. Und dann erlaub dir, ganz liebevoll für dich selbst anzufangen, aus dem Inneren heraus wieder mehr zu strahlen. Schick deine goldene Sonne in all die Organe, die jetzt gerade deine Unterstützung brauchen, da wo die Anspannung saß, schick sie dort hinein. Und dann lass sie sich ganz langsam ausdehnen. Nimm wahr, wie sie immer mehr ankommt, auch in deinem Herzen, in deinem Brustraum. Lass sie strahlen in deinen ganzen Körper hinein, immer mehr und weiter in deinen Raum, in dem du sitzt, weiter und weiter, über deine Stadt hinaus, hin zu all den Menschen, die du liebst, weiter und weiter. Lass es überall hineinfließen. Und vielleicht kannst du sogar die Dankbarkeit fühlen, in deinem Herzen. Die Dankbarkeit für diesen Moment. Und vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, dass eine Dankbarkeit für die momentane Situation da sein darf. Wenn du dich einmal auf die andere Seite stellst und als das geistige, große Wesen draufschaust, das du bist, vielleicht magst du dir für einen Moment im Kontakt mit deinem Herzen noch einmal klar machen, was Gutes gerade an dieser Situation ist. Vielleicht, dass du wieder einmal üben konntest, zurückzukehren in deine Ruhe, in deine Kraft, in dein Strahlen. Vielleicht, dass du dich erinnert hast, wo du wirklich herkommst, was du wirklich bist. Vielleicht darüber, dass du deine geistigen Begleiter heute auch wieder zu dir gerufen und um Unterstützung gebeten hast. Und vielleicht fallen dir noch ein paar weitere Dinge ein, die sich gerade jetzt zeigen. Und für die du dankbar sein kannst.
Heute im Laufe des Tages achte immer wieder darauf, dass du dich verbindest mit deiner inneren Sonne, dass du tief und sanft atmest, den Boden unter den Füßen fühlst und dir bewusst machst, dass du zu weitaus mehr in der Lage bist, als du glaubst und dass deine Gedanken, deine Frequenz, die du täglich ausstrahlst, einen großen Unterschied machen. Besonders jetzt. Besonders jetzt in dieser vielleicht sehr herausfordernden Situation. Und dann ganz in deiner eigenen Zeit, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Vielleicht reckst und streckst du dich. Und kommst dann wieder hierher zurück. In Verbundenheit mit deiner kraftvollen, strahlenden, inneren Sonne. Ich danke dir. Bring deinen Strahlen in die Welt. Denn dein Strahlen macht diese Welt zu einem noch schöneren Platz. Vielen Dank.